Ich baue den jetzt ab und dann schauen wir uns den Tacho mal gemeinsam an. Motorleuchte nicht da. Null. Null. Ehrlich, null. Und guckt, der Wagen geht gar nicht ab. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ist der dritte Fehler? Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den Schrotti 500. Ihr wisst ja, ich mache einen Umbau und so, aber der muss erstmal laufen. Was für mich nur heute wichtig ist, wir schauen uns heute den Tacho an, weil wir haben hier ein folgendes Problem. Wir haben immer den Notlauf, aber wir haben hier keine Motorleuchte. Guck dir den Tacho jetzt an. Du siehst, wir haben keine Motorleuchte. Airbag-Leuchte haben wir auch nicht, aber wichtiger ist, wir haben keine Motorleuchte und die befindet sich hier. Guck mal, siehst du das? Mach mal Licht weg. Ah ja, genau, ich sehe es. Mhm. Das ist die Motorleuchte und die fehlt natürlich. Na, da sind aber bestimmt noch ein paar andere Leuchten, die fehlen. Du siehst, der hat eigentlich tausende Leuchten. Mhm. Und die werden wir uns heute mal anschauen, warum. Das heißt, wir werden den Tacho ausbauen. Und beim Tachoausbau brauchen wir natürlich Spezialwerkzeug. Das heißt Spezialwerkzeug, wir brauchen hier diese Klammern. Aylan, kannst du das mal gucken? Diese Klammern brauchen wir einmal links und das gleiche haben wir nochmal rechts. Mhm. Und das Geile ist das hier, Aylan, guck jetzt. Ich habe die hier gesehen, ja. Ne, das kenne ich eigentlich für ja, Tachoausbau. Aber bei diesem Tacho haben wir das gar nicht. Und dann habe ich mir das angeschaut, dann habe ich mir die Schlitze angeschaut und achte mal. Achte mal. Zack. Funktioniert. Funktioniert. Und zack. Zwei gibt es dann davon. Ja, Hammer, ne? Lässt einfach drinne. Ach, wenn der andere Besitzer jetzt auch mal was davon macht. Braucht das ja vielleicht auch. So. So. Und schon. Schon ist der Tacho ab. Jetzt bin ich echt gespannt. Guck mal, achte mal. So. Tacho haben wir so ab. Ich baue den jetzt ab und dann schauen wir uns den Tacho mal gemeinsam an. Ich habe den jetzt abgebaut. Oh, jetzt Aylan. Komm mal. Siehst du das? Motorleuchte nicht da. Da wäre das drin. Sonst haben wir überall drin, aber Motorleuchte haben wir nicht da. Ja, das ist doch... Ach, was soll man dazu sagen? Ja. Das ist einfach nur Betrug. So, ich besorge mir jetzt eine Leuchte und mal schauen, ob die Motorleuchte wieder funktioniert. Wir haben hier ein folgendes Problem hier. Der Wagen zieht einfach nicht. Müssen mal schauen, warum nicht? Ich sag mal, wenn ich die Motorleuchte nicht sehe, dann weiß ich auch nicht, wann ich immer im Notlauf bin. Und so sehen wir das hier. Weil ich brauche das ja auch für mich. Blinkt es? Oder geht es sofort an? Oder geht es wieder aus? Das ist ein Garten. Guck mal. Guck mal, guck mal. Einfach Betrug. Was soll man dazu sagen? Aber wenigstens hat er eine Blende gelassen. Ja, ja, das ist Betrug. Da steckt die Leuchte drin? Das ist Airbag. Nee, das ist Airbag. Das ist Batterie, sehe ich gerade. Ah. Das heißt, wir tun einmal Licht nach unten und dann hier, guck mal, dann haben wir einmal das, einmal dies. Aber wo ist denn die Motorleuchte? Die Motorleuchte ist gar nicht da. Siehst du das? Man sieht nichts. Batterieleuchte wurde ausgebaut. SRS wurde ausgebaut, ist ja klar. Anscheinend müssen wir den einmal auseinanderbauen und mal schauen, warum, weshalb die innere Leuchte nicht funktioniert. Das heißt, die Motorleuchte nicht funktioniert. Und dafür müssen wir den einmal mal komplett auseinanderbauen. Das mache ich mal eben. So, Motorkontrollleuchte ist echt defekt, höchstwahrscheinlich, weil wir haben hier LEDs verbaut. Alter, guck mal hier rein. Das sind LEDs. Das sehe ich jetzt von hier nicht wirklich. Das sind LEDs. Also, kann sein. Also ich sehe auch nicht, dass sie das da manipuliert haben. Was sie echt gemacht haben, ist definitiv klar. Airbag haben die rausgeholt. Das ist jetzt komisch, was wir gesehen haben, ne, Alter? Achte mal. Ja. Pressemuster, Mustersample, Pressemuster. Das ist schon komisch. Das ist schon komisch. Aber die waren hier dran. Allein hier deswegen hat man das gesehen. Also ich baue den wieder zusammen. Guck mal, den holen wir jetzt raus, Alter. Und machen das natürlich ins Airbag rein. Und dann schauen wir mal, ob der Airbag auch funktioniert. Ne? Airbag haben wir wieder eingebaut. Ja. Bisschen komisch das Ganze. Ah, ja.
Egal. So, ihr hört, Tacho funktioniert wieder. Und so, dann holen wir die Dinger erstmal wieder raus. Also danke an den auf jeden Fall, dass er mir die hier reingetan hat. Also das hat er echt gut gemacht. Aber ich meine, wenn du schon fuchst, dann bitte hol die raus. Was soll ich sagen? So, jetzt schauen wir mal, ob Dings funktioniert. Und ja, Airbag geht wieder. Ne, so soll das auch sein. Und das soll auch brennen. Wir werden den hier umbauen in dem W124. Das Problem ist, der muss jetzt erstmal einwandfrei funktionieren, bevor wir das Ganze natürlich machen. Weißt du, was ich glaube, Alter? Was denn? Dass sie den Tacho gekauft haben. Ein Mustertacho? Dass sie den Mustertacho gekauft haben. Und hier reingeballert ja. haben. Weißt du, das ist immer so schön, weil ja, die Leute wissen ja, ich liebe Columbo. Und sowas zu recherchieren, so. Detektivarbeit. Haben wir zwei Fehler, wir haben die Landersonden. Aber nein, von den Landersonden wird es nicht sein, dass der so schlecht läuft. Jetzt werden wir einmal Probe fahren. Ich habe einmal mein Diagnosegerät hier dabei. Das heißt, wir können gleich Live-Daten schauen. Weil das Problem ist, jetzt, ihr seht, jetzt nimmt er ganz normal Gas an, als wäre nichts. Und jetzt werden wir einmal fahren und mal schauen, was er uns später als Fehler anzeigt. So, Wagen zieht natürlich ganz normal, wie es sein muss. Ne? Zieht super. Und jetzt machen wir Folgendes. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, wenn wir nur leicht Gas geben, macht er diese Symptome gar nicht. Aber jetzt mache ich jetzt Kickdown, jetzt achtet mal. Vorführeffekt, jetzt funktioniert's. Ne, jetzt macht er nicht. Jetzt habe ich voll. Ich drücke voll drauf. Warte. Guck mal, zieht gar nicht. So, beschleunigt nur ganz leicht, ganz leicht. Ne, ich drücke volle Kanne drauf. Guckt, der Wagen geht gar nicht ab. Volle Kanne. Null. So, wir werden jetzt einmal hier wetten und dann wieder zurückfahren. Nichts. Null. Null. Ehrlich, null. Ich drück volle Kanne drauf. Ihr hört das. Null. Der Wagen jetzt so langsam. Jetzt kriegt er das richtig. Jetzt sieht er. Also der Luftmassenmesser ist es definitiv nicht, weil sonst wird er gar nicht ziehen. Egal im... Ja. So, jetzt machen wir den Wagen mal hier aus. Ah ne, wir machen den lieber nicht aus, weil wir jetzt die Live-Daten haben. Stimmt. Wir machen den Wagen jetzt gar nicht aus. Wir fahren jetzt direkt dahin und werden den direkt auslesen. Und da bin ich mal gespannt, weil ich vermute irgendwas. Und mal schauen, ob ich da auch richtig liege. Werden wir gleich sehen. So kann man auch ein CL500 ganz bequem, chillig fahren. Jetzt weiß ich auch, warum die ganzen Rentner das lieben. Ich bin mir 100% sicher, die fahren den so. So, jetzt werden wir den auslesen und mal schauen, was er uns anzeigt. So, Alter. Wir haben hier mal zwei Fehler gehabt. Drei Fehler hat das Ding, weil ich ja Live-Aufnahme gemacht habe. Das heißt, ich bin mit dem Gerät gefahren und hat uns den Fehler rausgespuckt. Und jetzt bin ich selber gespannt, was er uns anzeigt, weil er hat uns immer die Landersonden angezeigt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ist der dritte Fehler? Boah, ich bin gespannt. Hm? Was sagst du? Ich weiß nicht. Es ist sehr aufregend. Pedalwertgeber. Wusste ich doch. Was habe ich dir gesagt? Ach ja, genau. Habe ich das gesagt oder habe ich das gesagt? Ja. Pedalwertgeber ist richtig plausibel. Also das ganz normal, was ihr kennt, mit einem Seilzug haben wir hier das Ganze natürlich elektronisch. Das heißt, wir haben natürlich sehr viele Sensoren da verbaut. Und wenn da mal ein Sensor natürlich kaputt geht, kriegst du natürlich ganz andere falsche Werte an den Steuergerät. Und was passiert? Er weiß nicht, wo du bist und schaltet das Ganze in den Notlauf. Wir gucken mal, ob der noch vorhanden ist. Fehler ist vorhanden.
kann man mich schon auch nicht. Also ja, das Problem ist, warum haben wir das ganze Zeit nicht gesehen, diesen Pedalwertgeber? Das sind die ersten OBD-Fahrzeuge. Das heißt, sobald der den einmal aus- und anmacht, löscht der Steuergerät diesen Fehler. Er kennt den Fehler einfach nicht mehr. Das heißt, ihr müsst immer wieder in den Notlauf kommen, dass ihr diesen Fehler seht. Aber es kann sein, dass er den immer wieder selber löscht. Und das ist natürlich nicht gut. Ja, für euch ist das vielleicht gut, aber für uns ist das natürlich ein bisschen aufwendiger, das zu suchen. Wir könnten jetzt Folgendes machen, wir könnten jetzt ausbauen und dann könnten wir den einmal messen. Aber das Problem, ich habe kein Oszilloskop, wo man das schön sehen kann, ob der in Ordnung ist oder nicht. Schade. Jetzt könnte man sowas echt gut gebrauchen. Habe ich aber nicht. Aber ist egal, wir haben genug geredet, wir haben den Fehler gefunden. Ich bin mir auch sicher, danach wird er auch wieder ziehen. Was meint ihr? Wird er danach wieder ziehen? Ich werde es auf jeden Fall bestellen. Ist es der Fehler? Wird es damit behoben sein? Oder tippt ihr auf einen anderen Fehler? Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr denkt. Und ja, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Und Dankeschön, Alter. Gerne. Ganz nett von dir.